Hallöchen, liebe Bücherfreunde und auch ein Hallo an alle Serien- und Filmfreunde. Heute möchte ich ja wieder ein bisschen Video- und Serien-Content auf meinem Kanal präsentieren, denn ich möchte über die Serien und Filme sprechen, die ich im zweiten Halbjahr 2023 angeschaut habe. Ist doch ein bisschen was zusammengekommen, und ich erkenne auch ein Muster eines Regisseurs, dessen Filme ich ja tatsächlich dann auch ein bisschen genossen habe in der zweiten Jahreshälfte. Ich glaube, die Weihnachtsfilme habe ich im Großen rausgelassen, die ich so in den letzten 2 Dezemberwochen angeschaut habe. Ich hatte so das Gefühl, es ist irgendwie alles das Gleiche und habe das auch gar nicht irgendwie so in die Liste mitgenommen. Ich bin hier ja nicht so akribisch, was die Statistik oder so angeht. Ich gucke auch mal einen Film, wenn ich den zum 10. Mal schaue, führe ich den gar nicht so mit. Von daher, ja, ne? Also nicht vollständig, aber so ein bisschen vielleicht Inspiration für euch für den ein oder anderen Filmabend. Ja, wir beginnen damit, dass ich die Panem-Reihe komplett angeschaut habe. Und zwar, ja, direkt schon im Juni alle 4 Filme. Ich bin ein großer Fan der Bücher. Ich habe die, glaube ich, 3 oder 4 Mal gelesen und schaue auch eigentlich alle, ja, wahrscheinlich 2 Jahre die Filme durch. Ich mag die Verfilmungen super gerne, auch wenn sie immer mal so ein bisschen schwächeln. Besonders der zweite, von dem bin ich nicht so der große Fan, aber von den anderen Teilen, die finde ich richtig toll. Ich mag die Schauspieler, ich mag die Umsetzung, ich mag die Bildkraft, ich mag die Musik. Und man kann auch über Jennifer Lawrence denken, was man möchte. Ich finde, sie ist eine sehr gelungene Katniss Everdeen. Und ja, mir machen die Filme auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß. Habe ich eine neue Serie auf Netflix angeschaut, und zwar Glamorous. Die war jetzt dann auch, glaube ich, im Juni neu mit Kim Cattrall, die man unter anderem aus Sex and the City kennt. Und ja, es war jetzt die erste Staffel. Ich glaube, es wird nicht fortgeführt. Ich fand die sehr merkwürdig. Also, ich habe sie mir, glaube ich, auch komplett angeguckt. Ich weiß nicht, 8, 9 Folgen. Es war schon eine sehr bunte, schrille Welt. Wir sind hier in einem Magazinverlag und, oder war es eine Schönheits-, ich weiß es gar nicht mehr. Also auf jeden Fall, irgendwie war es in dieser schönen Scheinwelt, Beautywelt, und es war an mancher Stelle schon sehr hasselig, also alle sehr gestresst, alle nur bei der Arbeit, keiner hat andere Gedanken oder Hobbys, und oh, das hat mich innerlich gefühlt tatsächlich direkt ein bisschen mitgestresst. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Gründe gibt, warum die Serie nicht fortgeführt wird. Ich fand sie okay, aber mehr tatsächlich auch nicht. Ja, von was ich sehr, sehr, sehr enttäuscht war, war die dritte Staffel von The Witcher. Die wurde ja aufgeteilt. Ich glaube, Juni und Juli sind jeweils 4 oder 5 Folgen pro Monat gekommen, und ich habe mir die angeguckt. Ich fand die erste Staffel richtig gut. Ich mochte auch die zweite Staffel noch gerne. Bei Staffel 3 war ich raus. Also ich verstehe absolut, warum Henry Cavill diese Buchverfilmung nicht weiter mitmacht, weil sie sich so weit von den Büchern entfernt, dass das gar nicht mehr irgendwas mit der Witcher-Saga zu tun hat, wie ich sie geliebt und gelesen habe von Andrzej Sapkowski. Was man aus den Frauenfiguren gemacht hat, also Yennefer so der Macht beraubt und oh, nur noch so ganz schlimm. Auch Ciri fand ich ganz merkwürdig dargestellt, und über Hexer Geralt, ich weiß nicht. Also ich liebe Henry Cavill in dieser Reihe. Ich finde ihn wirklich mit perfekt besetzt. Aber nein, das reicht eben auch nicht. Ich fand diese Staffel wahnsinnig langweilig, an manchen Stellen so überzogen. Und was man dann ja auch noch aus Jaska gemacht hat, ich finde das ganz, ganz schlimm. Also ich fand das nicht gut. Gegen Ende war es tatsächlich nochmal so ein schöner Spannungsbogen, der okay war. Aber nichts, wo ich denke, ich muss diese Staffel nochmal anschauen, geschweige denn mir das dann anschauen, wenn Liam Hemsworth hier mitspielt. Ja, also nein, also das war für mich leider überhaupt nichts. Ja, dann habe ich ab Juli Vampire Diaries gerewatcht. Im Grunde ja tatsächlich mein zweites Mal erst komplett. Als die Serie damals aufkam, habe ich sie ja, ich glaube, so in Staffel 2 dann abgebrochen, als sie so jede Woche irgendwie lief, weil mir meine Bucherinnerungen einfach zu frisch waren, weil ich da noch die Bücher auch live gelesen habe.
und ich dann immer alles durcheinander gebracht habe und es einfach wahnsinnige Unterschiede gibt zwischen Buch und Serie und ich da als Buchleser und in diesem Universum aktiv drin sein Mensch überhaupt nicht mehr mitgekommen bin, was ist jetzt Serie, warum passiert was, das macht gar keinen Sinn, aber da hat das Buch Steffi mit der Serien Steffi sozusagen nicht zusammengepasst und ich glaube, ich habe dann Vampire Diaries das erste Mal richtig komplett geguckt vor 2 Jahren, also 21 und 22 habe ich dann The Originals geguckt, die Geschichte ja rund um die Urvampire und ich habe dann Vampire Diaries dieses Jahr auch wieder durchgesuchtet. Ich liebe diese Serie. Sie hat, ich glaube, so in der vorletzten Staffel so ein bisschen an Länge und auch an Dingen, wo ich sage, die hätte es für meinen Begriff nicht gebraucht. Aber sobald man die erste Staffel mit diesen doch sehr drei spinstigen Geliebten von Elena, Stephen und Damon mal so hinter sich gelassen hat, so ein bisschen dieses Jugendliche hinter sich lässt, dann macht diese Serie wirklich richtig, richtig Spaß und es sind schon Vampire, wie ich sie mir vorstellen kann und ich mag es auch, wenn die Urvampire vorbeikommen und die Hexen eine Rolle spielen und ja, ich finde das richtig toll. Mag ich super gerne, ist wirklich eine Serie, die ich wahrscheinlich jetzt wirklich so im 2-jährigen Rhythmus mir immer mal wieder anschaue. Dann kam im Juli Barbenheimer in die Kinos. Ich glaube, das war so der gehypteste Filmkombi in diesem Jahr. Ich habe aber nur Oppenheimer geschaut und das ist bis jetzt auch so geblieben. Ich warte drauf, dass ich Barbie irgendwo mal streamen kann, dann werde ich mir den anschauen. Aber mich hat es zu Oppenheimer gezogen. Ich habe dazu auch direkt eine Videokritik dagelassen. Ich verlinke die euch mal unten in der Infobox. Ich fand den Film von Christopher Nolan wirklich bombastisch gut. Im wahrsten Sinne des Wortes, vom Erfinder, dem Herausbringer der Atombombe. Ich fand es wahnsinnig gut inszeniert. Ich mag es, wie die verschiedenen Perspektiven eingenommen von Oppenheimer von außen und das dann auch filmisch wirklich in Schwarz-Weiß und in Farbe und verschiedene Ebenen und oh, ich fand das großartig. Also richtig, richtig toll und ich fand es auch gut, wie nah hier an der wirklichen Historie geblieben wurde und natürlich gibt es immer irgendwie Spekulationen, was hat wer wann vielleicht mit wem besprochen. Ich fand den Film wirklich mega. Schaut euch dazu gerne meine längere Kritik an. Und dann ging es so ein bisschen los mit einem Rewatch. Ich glaube, da ging es dann schon los von Tarantino, bei dem ich von dem dieses Jahr ein paar Filme geguckt habe und auch von Nolan habe ich einige Filme geguckt. Ja, gestartet habe ich mit Django Unchained und ich glaube, man muss Tarantino lieben oder man kann mit seinen Filmen nichts anfangen. Und hier sind wir ja in der Zeit auch der Sklaverei und wir haben einen grandiosen Christoph Waltz, einen wirklich grandiosen Leonardo DiCaprio und ich bin da ein großer Fan dieser Filme. Ich mag die sehr echte Brutalität. Ich mag, was zwischen den Zeilen mitspielt. Ich mag den Schnitt. Ich mag den Blick auf die Welt, auf die Charaktere. Ich finde es toll, wie Tarantino hier Charaktere schafft. Und ich mag nicht jeden seiner Filme. Also ich kann zum Beispiel mit Pulp Fiction oder Kill Bill überhaupt nichts anfangen. Aber Django Unchained mag ich wahnsinnig gerne. Und das ist so ein Film, den ich irgendwie so, keine Ahnung, alle 5 Jahre mir mal wieder anschaue. Und es war jetzt einfach soweit. Dann wurde Titanic geguckt und zwar mit zwei lieben Mädels, die den Film noch gar nicht kannten. Und ja, wenn man jetzt überlegt, der Film ist, glaube ich, 98 rausgekommen, also nach knapp 25 Jahren, dass es dann noch Leute gibt, die ihn nicht kennen. Aber das haben wir nachgeholt. Ich finde, Titanic ist definitiv ein Film, den man gesehen haben muss. Und ich mag den einfach. Ich mag diesen übermäßigen Kitsch, ich mag diesen Prunk, ich mag diese Erzählung, ich mag, auf was der Fokus so ein bisschen gerichtet wurde, ich mag die Nebenerzählstränge, ich mag die Schauspieler, also so einen jungen DiCaprio und eine ganz tolle junge Kate Winslet, weitergeführt natürlich von Katie Bates. Ich bin da wirklich ein ganz, ganz großer Fan und ich finde, den Film kann man sich auch immer mal wieder anschauen. Ich finde ihn auch relativ gut gealtert, tatsächlich dadurch, dass er ja in der Historie im Grunde vor über 100 Jahren spielt. Dann lief auf Netflix, glaube ich, Red, White and Royal Blue. Das ist eine Verfilmung von einem Film, von einem Buch, um Gottes Willen, von einem Film, der Verfilmung von einem Buch, den ich, das Buch, ich weiß gar nicht, ist das vor 2 Jahren rausgekommen? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Und zwar verliebt sich da
der Kronprinz von England in den Präsidentensohn der USA. Und eigentlich können die sich irgendwie nicht leiden. Dann gibt es halt so, ja, so verfeindete Lager, was die Presse aufmacht. Und dann müssen sich beide irgendwie anfreunden. Und über dieses Anfreunden merken sie dann eben, dass sie verliebt sind. Ich mochte das Buch damals ganz gerne. Ich fand die Serie so, okay. Ich fand, sie hat ihren Fokus manchmal ein bisschen falsch gelegt, weil sie auch viel auch von außen betrachtet haben. Mir hätten aber die Emotionen, Gefühle, Gedanken der beiden miteinander eigentlich noch viel mehr gefallen. Und ja, es war, ja, ich glaube, für Jugendliche, junge Erwachsene ist das ein ganz cooler Film. Aber ich fand ihn okay. Aber ist jetzt auch nichts, wo ich sage, weder, dass ich das Buch nochmal lesen würde, noch, dass ich den Film mir nochmal anschauen würde. Dann haben wir in Vorbereitung auf die zweite Staffel von Rat der Zeit auch die erste mit gerewatcht. Das heißt, ich habe von Rat der Zeit, die läuft auf Amazon Prime, ist ja auch eine Buchverfilmung von Robert Jordan. Und wir haben die erste Staffel uns nochmal angeguckt und dann auch die zweite Staffel. Und ich muss hier wirklich sagen, mir gefällt das sehr gut. Also ich mag sowohl die erste Staffel, ich finde es toll, dass man so manche Dinge in der zweiten Staffel jetzt mehr erfährt an Hintergrundwissen. Ich fand den ein oder anderen Konflikt zwischen den Charakteren so ein bisschen schwierig. Ich mag aber so dieses Gesamtbild, wie diese Serie aufgemacht ist. Und ich finde die, ja, es ist halt eine klassische Heldenreise, die, ich weiß gar nicht, wie viele Bände es da wirklich gibt, 14, 15, 16. Ich habe den ersten Band hier, um weil ich einfach ein bisschen tiefer in die Motivation dieser Charaktere einsteigen möchte. Also sowohl natürlich über den Auserwählten als natürlich auch diese Macht der Frauen, die eben die Magie lenken können. Und natürlich gibt es auch so den ein oder anderen Antagonisten und man bleibt da so ein bisschen in Rätseln, wer könnte das sein? Und ich bin da sehr gespannt. Ich finde sie toll gemacht. Ich mag es optisch, ich mag die Musik, ich mag viele der Schauspieler. Ich mag so ein bisschen dieses ganze Drumherum und es ist bestimmt nicht perfekt, aber ich mag es. Also im Großen und Ganzen mag ich auch die Stimmung, die verbreitet wird und die Spannung, die aufgebaut wird und wie sich das auch auflöst. Und ich freue mich da definitiv auf eine Staffel 3. Und das ist für mich definitiv eine Serie, die ich immer mal wieder gucke, spätestens wenn natürlich die nächste Staffel kommt, dass man sich wieder vorbereitet. Und dann auf einer Busreise habe ich mir Liebeskind auf Netflix angeschaut. Das ist ja eine Serienverfilmung von Romy Hausmanns Thriller. Ich glaube, es war sogar ihr Debütroman, den ich auch wahnsinnig gerne mochte. Wir haben hier ja eine Frau, die gefunden wird, die behauptet, jemand zu sein. Dann der Vater und die Mutter von ihr eben sagt, okay, du warst irgendwie 10 Jahre verschwunden. Gleichzeitig wird mit ihr eben auch ein Mädchen eingeliefert von einem Autounfall, was ihre Tochter sein soll. Irgendwo ist auch noch ein Sohn und dann erfährt man eben, dass es eben den Vater der Kinder eben gibt, der eben das Mädchen damals entführt hat und da so ein bisschen ein komisches Spiel draus gemacht wird. Das Buch hat mir damals wahnsinnig gut gefallen, war ein ganz, ganz toller Psychothriller, der auch eine tolle Auflösung hatte. Leider entsinne ich mich nicht mehr ganz so an das Buch. Ich mochte aber die Serie ganz gerne. Ich fand es ganz spannend gemacht. Ich mochte so ein bisschen die Rückblenden und so diese parallelen Geschichten, die uns zur gleichen Zeit erzählt, wurden. Fand ich richtig gut, kann man sich definitiv mal anschauen. Dann haben wir uns Elemental angeschaut. Ist das, glaube ich, jetzt Pixar? War das Disney? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Wir haben hier Städte, die in unterschiedlichen Elementen verteilt sind. Also wir haben die Feuerstadt, die Wasserstadt, die Erdstadt und die Luftstadt. Und ja, die Elemente können nur so bedingt miteinander. Also überall, wo Feuer ist, tut sich natürlich zum Beispiel die Luft schwer. Wenn Wasser auf Feuer trifft, löscht sich natürlich irgendwie das Feuer. Und wir haben hier aber so eine ganz besondere Freundschaft, die sich eben zwischen Wasser und Feuer aufbaut. Und das war so schön. Ich fand das so richtig, richtig herzergreifend. Ich mochte den Film wahnsinnig gern. Also ein ganz toller Film, wo mich auch der Soundtrack noch so ein bisschen begleitet hat. Und mir gefällt, ich glaube, gesungen im Deutschen von Vincent Weiss, wenn ich mich nicht täusche. Und ich mochte das gern. Also ich habe das super gerne angeguckt. Ich mochte, wie die Konflikte gezeigt wird, dass Konflikte manchmal auch einfach nur im Kopf sind oder uns von der vorhergehenden Generation weitergegeben wird und dass wir eigentlich alle die Macht haben, aus diesen Konflikten herauszutreten. Und ja, wahrscheinlich müsste das die Welt viel öfter tun, aber
Ich fand das toll. Mir hat das sehr gut gefallen. Also ich fand es auch optisch richtig schön. Es war ein richtig toller Animationsfilm. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, es ging im Herbst los mit den Gilmore Girls, die ich dann über den ganzen Herbst im Grunde mir auch angeschaut habe. Eine Serie, die mir, glaube ich, so bis Staffel 4, 5 ganz gut gefällt. Bis dann, ja, Rory, die ja zusammen mit ihrer sehr jungen Mutter, ich glaube, die Lorelei war 16, als sie ihre Tochter bekommen hat, und dann musste sie halt schon sehr jung so auf eigenen Füßen stehen, obwohl sie aus sehr reichem Hause kommt. Und als Rory dann eben anfängt, aufs College zu gehen und dann alles andere wichtiger wird, besonders die Männer, die Jungs, als dann tatsächlich so dieses Miteinander mit der Mutter, dieses Kleinstädtchen, und ach, wenn sich Rory so verändert, ja, ist auch bei mir so das Problem mit der Serie, weil sich dann sehr viel nur noch um Probleme beschäftigt, um wie wichtig auf einmal Männer und Freunde, also männliche Freunde sind. Und ich finde, der Fokus der Serie verlagert sich dann so ein bisschen dahin. Es gibt auf einmal ganz viel Kommunikationsprobleme, auch zwischen Lorelei und dem einen oder anderen. Und das stört mich irgendwie, wo ich so denke, das hat es doch die ersten 4 Staffeln auch nicht gebraucht. Ja, und spätestens, wenn die beiden dann irgendwann in so einem Streit enden, ach, das finde ich ganz schlimm. Es gibt so 1, 2 Folgen, die ich einfach gefühlt auch immer wieder anschauen könnte. Und ich mag tatsächlich auch, wie sie dann endet, ohne dass ich diese 4-teilige andere Reihe mir jetzt dann noch zur Genüge, nein, zur, wie heißt es? Also ich habe sie nicht angeguckt, dieses Jahreszeiten-Special, weil ich da Rory wahnsinnig unsympathisch finde, die ständig vergisst, dass sie einen Mann hat oder einen Freund hat. Gar nicht mehr weiß, wie der heißt. Ich verstehe gar nicht, was mir das sagen soll und will. Aber das ist nochmal was anderes. Ich mag die Dialoge. Ich mag, es ist frech, es ist witzig, es ist unterhaltsam. Ich mag dieses Kleinstadt-Feeling. Das, finde ich, hat ja die Gilmore Girls wirklich sehr, sehr geprägt. Ich mag die Nebencharaktere und ich finde es toll. Mit dem Ende, ich glaube, ich hätte mir tatsächlich ein anderes gewünscht. Aber ja, ich bin auch zufrieden mit dem Serienende, wie es geschaffen wurde. Definitiv auch eine Serie, die, glaube ich, bei mir auch so einmal im Jahr oder alle 2 Jahre mal laufen wird, weil ich sie einfach sehr gemütlich und sehr runterholend finde und ich das wirklich sehr gerne mag. Ja, dann ging es, nachdem wir mit Tarantino starteten und dann auch noch was kommt, ging es mal weiter mit Christopher Nolan, und zwar haben wir Inception angeschaut. Das ist ja der Film, der sich um die Träume dreht und wie man in Träume eindringt und dann neue Träumphasen im Grunde baut, und ich finde den Film toll. Ich möchte nicht sagen, dass ich ihn zur Gänze verstanden habe. Nein, ich gehöre auch zu den Menschen, die immer wieder, wenn sie ihn angucken, irgendwie auf eine andere Idee kommen, immer mal wieder über nachdenken. Ich mag aber diese ganze Zusammenstellung. Ich mag DiCaprio hier wahnsinnig gerne. Ich mag den Dunkelhaarigen, der auch dann zu Robin werden sollte. Name vergessen, aber egal. Ich mag diesen Film. Ich mag, wie dieser Aufbau ist, wie diese Welten geschaffen wird, wie wir in diese Träume eindringen, wie diese Träume verändert werden. Es gibt wahnsinnig tolle Sequenzen, wenn wir von Traum ein Traum in den Traum gehen und irgendwann gar nicht mehr wissen, wo sind wir, auf welcher Ebene sind wir jetzt, echt oder nicht. Und ich bin tatsächlich ein Fan des Endes. Ich weiß, da streiten sich auch die Geister, und Christopher Nolan gibt da auch keine ehrliche Antwort dazu und lässt das auch relativ offen, aber ich liebe dieses Ende. Auch liebe ich, und das ist ein Film, den ich wirklich auch fast jährlich anschaue, ich liebe Prestige, ebenfalls von Christopher Nolan mit Christian Bale und Hugh Jackman. Ach, ich bin ein großer, großer, großer Fan dieses Filmes. Ich mag diesen Gedanken dieser Magier, die ein Konkurrenzdenken haben, wo dann eben auch ein Unfall passiert und dann sind beide wirklich eher so kriegerisch und auf Rache unterwegs. Ich finde Scarlett Johansson perfekt besetzt. Ich mag David Bowie als Tesla großartig. Andy Serkins ebenfalls als Assistent von Tesla dabei. Ich mag dieses Zusammenspiel und ich liebe, liebe, liebe die Auflösung. Und wenn man die Auflösung kennt, sieht man den Film mit anderen Augen. Das ist so großartig. Ich habe ihn dieses Jahr mit jemandem gesehen, der ihn noch nicht kannte, der auch gute, richtige Fragen gestellt hat. Und ich mir so dachte, ja, beim ersten Mal habe ich mir genau diese Fragen auch gestellt. Und als dann das Ende kommt, macht er so klick, 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 wie bei Tetris im Kopf. Und es lösen sich so alle Ideen, Gedanken, Fragen zu einer Antwort. Und es ist einfach großartig erdacht. Zudem auch wunderbar in diesem, ja, 1940er, 30er Setting. Richtig, richtig toll. Ich liebe diesen Film. Also das ist wirklich nach Interstellar wohl mein Favorit von
Ja, von Christopher Nolan. Und ja, Interstellar habe ich ja letztes Jahr auch schon mir angeguckt. Ja, da war ich ja, ich glaube, flugtechnisch im Januar unterwegs. Der ist jetzt aber zeitnah auf jeden Fall auch mal wieder dran. Weiter geht es dann mit Tarantino und Inglourious Basterds. Und das ist wohl mein liebster Tarantino, wenn ich denn mich entscheiden müsste. Wobei ich auch Once Upon a Time in Hollywood großartig finde. Den habe ich leider letztes Jahr nicht mehr geschafft. Also in 23 wird jetzt aber für 24 sich vorgenommen. Und Inglourious Basterds, ich meine Brad Pitt, Christoph Waltz, was will man eigentlich mehr? Diane Heidkrüger, die ich auch, oder Krüger, die ich tatsächlich auch richtig, richtig toll finde. Und ich finde diese Idee der Nazi-Jäger und Judenjäger und wir skalpieren hier, ach, ich finde das einfach bombastisch gut. Ich mag den Humor und ja, viele fragen sich ja immer, darf man über das Leid anderer lachen? Darf man da irgendwie zynisch oder ironisch sein? Und ich bin der Meinung, ja. Und das mache ich ganz eigennützig, denn ich möchte bei diesem Film lachen dürfen. Ich möchte ihn mit Humor nehmen und ich möchte ihn so nehmen, wie ihn sich Tarantino erdacht hat. Nämlich nicht, dass er sagt, er nimmt einen historisch korrekten Verlauf dieser Geschichte. Nein, das Ende hier zeigt uns, dass sich Tarantino ein anderes Ende für den Zweiten Weltkrieg gewünscht hätte oder für die Phase des Nationalsozialisten. Ich finde ihn wahnsinnig gut. Ich bin ein großer Fan von Christoph Waltz. Also kein Wunder, dass er für beide Rollen sowohl hier als auch in Django Unchained jeweils einen Oscar gewonnen hat. Ich finde, er ist der perfekte Antagonist. Ich finde ihn großartig und man mag ihn. Es ist total erschreckend, wie man diese Cleverness, diese Ausdrucksweise, diese Gedankengänge, wie man das mag, obwohl das ja wirklich ein ganz böser, gemeiner Charakter ist. Ich bin großer Fan und ich mag auch Brad Pitt mit seiner Unperfektheit in dieser Geschichte. Ich finde ihn in diesem Film wirklich richtig, richtig gut. Es gibt ja auch noch einige andere deutsche Schauspieler, ich glaube Daniel Brühl spielt auch mit dabei, der sich in diese kleine Französin sozusagen verliebt, die das Kino hat. Und ich finde es toll gemacht. Also ich mag diese ja eigentlich nationalsozialistische Geschichte, als Frankreich besetzt wird und wir eben ja den Nazi-Jäger, den Judenjäger haben und wie ganz unterschiedlich die beiden unterwegs sind, aber ja, sie eigentlich die Jagd verbindet und ich finde ihn toll. Und ich weiß, dass Tarantino für den Film einiges am Schelte bekommen hat, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Denn es ist einfach Kunst, es ist ein Film und es ist ein Film, der nicht sagt, dass er historisch korrekt ist. Und die Welt ist eben nicht immer nur gut und böse und schwarz und weiß. Und das zeigt dieser Film und ich mag den. Und ich mag den Humor da drin tatsächlich wahnsinnig gerne. Ja, dann wurde es im November Zeit für Harry Potter und alle 8 Filme wurden so wochenweise hintereinander weggeguckt. Auch manchmal 2 Filme pro Woche. Hat großen Spaß gemacht, die Filme sich anzusehen. Ich bin ein Potterhead. Ich liebe die Bücher. Auch die wurden dieses Jahr wieder im Hörbuch oder letztes Jahr wieder im Hörbuch gehört. Und ich liebe auch die Verfilmungen. Sie lassen leider wahnsinnig viel weg, aber nichtsdestotrotz mag ich das Gefühl der Filme, was sie rüberbringen, was ihre Kernaussage ist. Ich mag die Verfilmungen sehr, sehr, sehr gerne. Und es soll jetzt ja, oder es kommt ja dieses Jahr, jetzt 24, glaube ich, The Cursed Child, also das verfluchte Kind. Dieses Buch existiert ja in meinem Kopf nicht oder in meiner Realität. Dementsprechend wird auch dieser Film in meiner Realität nicht sein, weil ich kann es einfach nicht verstehen und will es auch nicht verstehen. Es soll ja auch eine Serie kommen, wo jedes Buch eine Staffel bekommt und da bin ich sehr gespannt. Also ich bin auch sehr zwiegespalten, wie ich das finde, weil ich schon einfach, also noch gar nicht denke, dass diese Filme es eigentlich von der Zeit her, ja, sie sind ja auch gerade noch keine 20 Jahre alt, ne? Der erste Teil kam 2001, also wird jetzt 2004 wahrscheinlich der dritte erschienen sein. Wo ich so denke, eigentlich sind die Filme noch nicht so alt, dass sie Überholbedarf hätten oder Überarbeitungsbedarf. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Serie vieles richtiger machen kann, weil sie mehr Zeit hat, die Geschichte zu erzählen. Und vielleicht wirklich mehr mit Hintergrundwissen aufweiten kann. Ich meine, es gibt ja die Erklärlücken, zum Beispiel wirklich mit der Karte der Rumtreiber. Wer waren diese Rumtreiber? Das erfahren wir in der Serie gar nicht. Der Halbblutprinz. Es wird nicht so richtig aufgelöst, beziehungsweise, ja, ne? Also es gibt so ein paar Lücken, die ich mir einfach erhoffe, dass die in der Serie geschlossen werden und man trotzdem den Charme so ein bisschen der Filme
rüberbringt. Dann kam die letzte Staffel von The Crown auf Netflix, auch wieder zweigeteilt. Wir sind in der 6. Staffel und begleiten ja in der 1. Staffel die Anfänge von der Königin Elisabeth, also der Queen in England. Ich glaube, wir starten ja in den End-40ern, bevor sie zur Königin wird. Und jede Staffel nimmt sich eigentlich so 10 Jahre vor, wo wir jetzt sagen, okay, ich glaube, hier sind wir nach Dianas Tod in den Nullerjahren, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und da sieht man, das sind eben knapp so diese 60 Jahre, die wir hier haben. Und ich bin ein großer Fan von Staffel 1 bis 4. Ich sag mal, ab der Zeit, wo ich mich so vage auch dran erinnere, also gerade was die 80er und 90er betrifft, auch gerade dieses ganze Diana-Spektakel, ach, das war nicht meins. Also ich möchte gar nicht über die Schauspieler schimpfen, wobei ich es ganz lustig fand, dass ja die Schauspielerin von Dolores Umbridge in Staffel 5 und 6 die Queen spielt und der Schauspieler, der den Hohen Spatz in Game of Thrones gespielt hat, hier Prinz Philipp spielt, also ihren Mann. Und ich denke, huh, gefährliche Kombi. Aber nein, das ist ja nur im Kopf, ne? Von mir als Serien-Nerd sozusagen. Ich finde die Besetzung gut. Ich fand in den ersten 4 Staffeln den historischen Anteil mit am besten. Natürlich gab es schon immer Fiktion, weil es gibt einfach Gespräche, die nie niedergeschrieben wurde, die keiner in der Biografie hat lesen können, wo man nur mutmaßen kann, wie diese Gespräche stattgefunden haben, beziehungsweise wie halt einem dem anderen nochmal erzählt, hey, ich habe mit dem und dem über das und das gesprochen. Ich mag die historische Korrektheit der ersten wahrscheinlich wirklich 4 Staffeln am liebsten. Ich habe da sehr gerne der Queen gefolgt. Ich bin jetzt nicht die größte Freundin von Monarchien, aber ich fand die Queen wirklich immer einen Charakter, die einfach immer da war und die jetzt auch so als Konstante in dieser Welt gefühlt irgendwie fehlt. Und ich fand das immer sehr ausdrucksstark, wie diese Frau ihrer Arbeit, ihrem Job, ihrer Aufgabe, ihrer Bürde nachgegangen ist. Und das, finde ich, ist in den ersten 4 Staffeln auf jeden Fall richtig, richtig gut rübergekommen. An Staffel 5 und 6 stört mich, dass man sehr vielen Gerüchten Glauben geschenkt hat und die hier eingewoben hat. Ich fand auch dieses ganze Diana-Getue, so wichtig sie vielleicht irgendwie für die Welt war, so unwichtig war sie eigentlich für die Monarchie. Und also ja, sie hat den nächsten König von England, also nach Charles, wenn William kommt, natürlich auf die Welt gebracht und war die Mutter. Und es war auch sehr tragisch, wie sie ums Leben gekommen ist. Aber man hat sie manchmal schon sehr in den Fokus gestellt, manchmal sehr dumm und naiv hingestellt. Ich glaube nicht, dass Diana so dumm und naiv war. Und ich weiß nicht, ich hätte mir mehr Königin gewünscht in der Zeit. Also ich fand diese 2 Staffeln, man sieht die Queen sehr oft nachdenklich aus dem Fenster schauen, nachdenklich da sitzen, so wissend, ach so mit den Händen verschränkt. Und ich denke mir, nein, also ich bezweifle, dass die Queen, auch wenn sie da schon älter war, genau so irgendwie war. Und ich glaube, dass sie schon immer das Zepter in der Hand hatte und wusste, wie ihr Weg sein geht. Und das fand ich gegen Ende der 6. Staffel nochmal ganz schön. Aber alles in allem haben mich diese beiden letzten Staffeln nicht so begeistert, weil man so viel auf Gerüchte gegeben hat. Und ich hätte mir mehr Queen gewünscht und mehr Historisches, was in dieser Zeit passiert ist. Weil das hat man in den anderen Staffeln immer toll gemacht. Wenn dann Kennedy zu Besuch kam oder Clinton oder wirklich, wie sie immer mit ihrem Premierminister, mit Thatcher und so weiter unterwegs war. Und ja, fand ich tatsächlich schade. Ja, im Dezember ging es dann für mich ins Kino zum neuen Panem-Film. Der Vogel und die Schlange oder irgendwie so. Was ja die Vorgeschichte von Tribute von Panem 60 Jahre früher spielt. Und uns so ein bisschen die Jugend und das Erwachsenwerden von zukünftigen Präsident Snow zeigt. Auch dazu habe ich ein Video gedreht, das ich euch auch sehr gerne unten in der Infobox mit verlinke, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und mir hat die Verfilmung tatsächlich sehr gut gefallen. Mir hatte aber damals auch schon das Buch gut gefallen, weil es für mich schon den Tribute von Panem-Vibe ja sehr gut eingefangen hat und ich da schon gespürt habe, in welche Richtung es gehen soll und welche Verbindungen Snow, ja, der zukünftige Präsident, eigentlich zu District 12 hat und was es mit ihm und Katniss auf sich hat, wo diese Feindschaft, diese offene so herkommt. Und das fand ich richtig gut gemacht und ich mochte diese Easter Eggs sehr gerne, dass man nach dem Film eben einige Dinge anders oder nach dem Buch und nach dem Film anders sieht, als wenn man eben nicht im Präsident Snows Jugend irgendwie unterwegs war. Das mochte ich ganz gerne. Ich möchte jetzt aber tatsächlich auch mal aus diesem Panem-Universum rauskommen und hoffe, dass Susan Collins
uns auch nochmal mit anderen Geschichten begeistern wird. Dann der klassische Dezemberfilm für mich ist immer tatsächlich Liebe. Eine Riege an Hollywood-Schauspielern ist hier dabei und es wird uns über die Liebe erzählt. Wie Beziehungen entstehen, funktionieren, wie sie auseinandergehen, wie verwirrend manchmal junge Liebe sein kann, was passiert, wenn man die Frau des besten Freundes liebt und dann eigentlich eher mit Abneigung ihr entgegentritt, sie aber gar nicht versteht, was los ist. Es ist ein Potpourri an Hollywood-Schauspielern von Liam Neeson über, alle anderen halt vergessen, Alan Rickman, Helen Mirren, nein, ich glaube, die hat nicht mitgespielt. Also wahnsinnig viele Schauspieler. Hugh Grant spielt den Premierminister von England, einfach nur großartig. Und ja, also ganz, ganz viele Schauspieler, kommen auf die Hälfte der Namen nicht, der dabei The Walking Dead mitgespielt hat, der da den, ja, seht ihr, ich hab kein Namensgedächtnis. Keira Knightley spielt mit, der eine spielt mit, der dann auch in 2012 mitgespielt hat. Also wie ihr seht, ich kriege die im Kopf schon irgendwo hin, aber namentlich ist das nicht so meins. Aber ich liebe diesen Film und schaue ihn bestimmt schon über 10 Jahre wirklich immer so in den Anfängen des Dezembers, weil er für mich so diese wunderschöne, weihnachtliche, gemütliche Stimmung hat und ich mag auch den Soundtrack dazu. Ich finde es total cool, wie der eine hier einen Weihnachtshit aufnimmt und ja, wenn er denn dann zu Erfolg führt, löst er eine Wette ein. Es ist einfach humorvoll und es hat so ein Augenzwinkern und trotzdem so eine schöne Intensität, ja, was so ein bisschen die Liebe angeht. Gefällt mir wahnsinnig gut. Und in Vorbereitung ja, des Herr der Ringe, den ich jetzt im Januar mir wieder anschauen möchte, habe ich den Hobbit angeschaut und auch zum Hobbit habe ich hier, oder zu allen drei Hobbit-Filmen habe ich auf dem Kanal schon mal ausgiebig gesprochen und wirklich so nicht Szene für Szene, aber doch sehr durchgesprochen, was mir zum Beispiel wirklich am Hobbit 3 überhaupt nicht gefällt. Und ja, wir wollten eigentlich schon über Weihnachten und Silvester dann auch den Herrn der Ringe angucken, dann sind aber so 2-3 Abenddinge dazwischen gekommen, die freundschaftlich Familie einfach ja, oberste Priorität hatten. Und dann wollen wir jetzt im Januar den Herrn der Ringe angucken und ja, wir starten dann eigentlich immer mit dem Hobbit, auch wenn ich beim dritten Teil immer nur noch mehr meckern kann. Ich bin wirklich genervt von diesem dritten Teil. Und ja, also Hobbit ist ja auch die Vorgeschichte vom Herrn der Ringe, spielt, ich glaube, auch 60 Jahre vor dem Herrn der Ringe. Wir lernen Bilbo Beutlin kennen, der dann eben mit seinen Gefährten im Grunde, ja, sich auf den Weg macht zum Drachensmaug. Und das ist ja mein liebster Drache im ganzen Drachenuniversum. Und ich mag ihn auch wahnsinnig gerne in diesem ganzen Mittelerde-Universum. Und ich finde es toll, wie man hier auch Gandalf und die Geschichte so, ja, von Saruman und mit eingebaut hat und von Sauron wieder an die Macht kommt und dann auch gleichzeitig ein bisschen Galadriel und Elrond eben mit Saruman, ja, die diese, ja, im Grunde, ja, dann eben merken, hier ist doch irgendwas Böses wieder unterwegs. Über Radagast lässt sich wahrscheinlich auch streiten, aber schlimmste ist einfach der dritte Teil und überhaupt, wie man Thorin enden lässt und, ach, das aber gut, ja, und der letzte Film dann, zumindest außerhalb von Weihnachtsfilmen, war dann Wonka. Im Grunde die Vorgeschichte, ich hatte sehr viele Vorgeschichten dieses Jahr, von Willy Wonka, den wir ja aus Charlie und die Schokoladenfabrik kennen. Ich mag beide Verfilmungen und war sehr gespannt auf Wonka und Timothée Chalamet als Wonka. Faszinierend, diesen Namen merke ich mir, obwohl der auch nicht leicht von der Zunge geht, aber ich freue mich auch schon auf den 29. Februar, wenn Dune 2 dann endlich in die Kinos kommt. Aber kommen wir zu Wonka. Ja, wir erleben hier seine Reise im Grunde, wie er zurückkommt von einer längeren Reise, wie er uns erzählt, dass er eben einfach die beste, schönste, coolste, geschmackvollste Schokolade machen möchte mit speziellen Gimmicks, sei es, dass die Menschen schweben. Und ich mochte den Film. Also er hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich fand die Musik toll, die Bilder cool. Ich mochte die Geschichte, die sich doch ein bisschen abhebt von den anderen Vorgeschichten aus den Filmen, die wir kennen. Ich finde es toll, dass eigentlich aus diesem ja gar nicht so kinderliebenden Willy Wonka hier tatsächlich ein Wonka wurde, der tatsächlich noch so ein bisschen mehr Herz hat, wobei er das ja durchaus bei Charlie in die Schokoladenfabrik auch hat, aber ja, möchte ja gar nicht so viel verraten. Ich mag Hugh Grant als Oompa Loompa. Mein Gott, wie großartig ist das gecastet. Ich fand es wirklich toll. Es gab viele bekannte Gesichter, die man wiedererkennt und ich
fand den richtig gut. Also ich mochte ihn sehr gerne. Wird vielleicht auch so ein Klassiker, den man sich alle 2 Jahre mal anschaut, bevor man sich dann vielleicht auch die 2 Filme zu Charlie und die Schokoladenfabrik anguckt, mochte ich sehr gerne. Eigentlich wollte ich auch noch das letzte Einhorn anschauen und wie gesagt, ich wollte eigentlich auch noch den Herrn der Ringe angucken, aber dazu bin ich im Dezember einfach nicht mehr gekommen, allein auch einfach, weil ich wieder eine Woche flach lag, was mich total außer Konzept gebracht hat und das hole ich jetzt aber alles im Januar nach. Ja, das war jetzt mein Film- und Serienrückblick für das 2. Halbjahr 2023. Erzählt mir noch gerne, ob ihr einen der Filmserien kennt, ob ihr Film- oder Serien-Highlights hattet in 2023. Lasst uns da gerne in den Kommentaren in den Austausch gehen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und schreibt mir auch gerne, ob ihr das weiterhin so in diesem Halbjahresrhythmus wollt. Ja, würde ich mich auch über eure Gedanken sehr, sehr, sehr freuen. Und ja, nun danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.